Wir machen heute Gemüsemuffins, mit denen du deine Kinder garantiert zum Gemüseessen bringst. Hi, ich bin Lara von Einfach Backen und wie du jede Menge Gemüse in super leckere Muffins verwandelst, das zeige ich dir jetzt. Wir brauchen Karotten, Zucchini, Paprika, Frühlingszwiebel und etwas Öl zum Anbraten und für den Teig außerdem etwas Käse, Milch, Quark, Mehl, Eier, Backpulver, Salz und Pfeffer und etwas Basilikum. Unser Gemüse ist klein geschnibbelt bzw. die Karotten und die Zucchini sind gerieben, Paprika und Frühlingszwiebeln sind ganz klein geschnitten. Jetzt kommt unser Öl einmal in die Pfanne und das Gemüse wird einige Minuten darin angedünstet. Während das Gemüse jetzt so ein bisschen vor sich hin dünstet, übrigens immer mal wieder ein bisschen umrühren, geht es bei uns weiter mit dem Teig. Dafür verrühre ich jetzt Käse, Eier und Quark. Zum Mehl kommen jetzt einmal Salz und Pfeffer und das Backpulver hinzu. Jetzt kommt das Mehl zu unserer Eiermischung. Natürlich auch noch unsere Milch. Und dann das Ganze noch mal kurz verrühren. Ich finde, herzhafte Muffins sind einfach so gut für unterwegs, fürs Buffet. Es gibt so viele Möglichkeiten, herzhafte Muffins zu essen. Es ist einfach mal eine schöne Abwechslung. Hast du schon mal herzhafte Muffins gebacken? Wenn ja, welche Zutaten hast du denn verwendet? Vielleicht war bei dir ja noch etwas Kürbis drin oder eine Kohlsorte oder andere Gewürze. Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Jetzt schneide ich noch unser Basilikum klein. Kommt ganz zum Schluss rein. Zusammen fülle ich mit dem Gemüse. Jetzt kommt der Hauptdarsteller noch in den Teig. Das Gemüse ist nämlich schön weich gegart. Jetzt noch das Basilikum. Den Ofen habe ich inzwischen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und diese Silikonform habe ich einmal noch mit kaltem Wasser ausgespült. Das ist einfach, damit die Muffins später nicht hängen bleiben. Wer einen Eisportionierer hat, kann sich diesen jetzt schnappen. Und damit lassen sich die Teigportionen ganz einfach auf die Muffinförmchen verteilen. Unsere Muffins wandern jetzt in den vorgeheizten Ofen und dürfen dort ca. 25 Minuten backen. Unsere Muffins sind fertig und heißer Tipp, warm servieren, so schmecken sie nämlich am besten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne ein Like da und am besten du abonnierst auch direkt jetzt unseren Kanal. Das Rezept findest du wie immer als Link in der Infobox. Einfach auf mehr klicken, dann ploppt es auf. Und wenn du jetzt so richtig Lust bekommen hast aufs Backen, dann kann ich dir wärmstens das Einfach-Backen-Backbuch empfehlen mit unseren 150 Lieblingsrezepten. Einfach hier oben auf den Link klicken, dann kommst du zu unserem Backbuch. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die sind richtig gut.